ein tolles Gefühl, die Maßnahme abgeschlossen, hier zu stehen. Es ist so hell. Es ist total hell geworden. Also die Idee war ja auch, dieses Dunkle aus der Kirche rauszubekommen mit unterschiedlichen Mitteln, Möblierung, Oberflächenreinigungen, und es ist einfach gelungen. Wir stehen jetzt hier in einer Frauenkirche. Ich erkenne sie ehrlich gesagt fast gar nicht mehr. Und das ist unter anderem auch diesen beiden hier zu verdanken. Architektin Marisa Konn und Restaurator Klaus Giersch. Wenn Sie jetzt so in Ihre Kirche gucken, das sage ich jetzt mal so, weil Sie haben hier ein Jahr gearbeitet. Was empfinden Sie, was sagen Sie zu dem Endergebnis? Also Sie sagen das ganz richtig, unsere Kirche, natürlich, wir verbinden uns emotional extrem damit, weil wir so nah ans Detail gehen natürlich. Weil es fängt bei der Planung an, mit der Bestandserfassung, der Planung und dann der Umsetzung mit den Handwerkern ist so. Darf ich Sie fragen, Herr Giersch, hell ist es, ist wirklich hell. Die Scheiben sind gereinigt worden und es ist so hell, dass sie sogar wieder verdeckt werden mussten, oder? Naja gut, weil das System geschuldet, dass man natürlich Sonnenschutz gemacht hat. Also wir haben viele Bereiche, wo wirklich Sonnenlicht stark geblendet hat, aber natürlich auch zu einer Belastung für die Kunstzeuge geführt. Und das haben wir unter Kunst durch Gewebe, die wir kurz vor die Fenster gemacht haben, aber so auch von der Steige eingestellt, dass wir natürlich nicht behindern, aber den Blick in den Kirchenraum selbst da auch nicht stören. Und das war uns schon wichtig und ich glaube, das gilt. Vielleicht können Sie noch mal so ein paar Einzelmaßnahmen benennen, die hier gemacht wurden. Also seien es eben die Stühle, das hatten wir schon, die Fenster, aber ich gucke auch ein bisschen so auf die Technik. Was ist denn gemacht worden? Also ein Lichtkonzept ist reingebracht worden. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor, warum es heller ist. Vor allem wird man das in den Abendstunden wahrnehmen, den Unterschied zu vorher. Wir haben wirklich komplett moderne Leuchtmittel hier eingebracht. Kombiniert durch den Einsatz von Wendelleuchten, die sofort die Architektur ausleuchten, also durch Strahlen, die als Sendesetz werden. Ne? Die programmiert werden können, das heißt, wir haben technisch ein Instrument eingebracht, das die Gemeinde unterschiedlich und flexibel nutzen kann. Verschiedene Anlässe, verschiedene Lichtsituationen. Schauen wir aber auch nochmal auf die Kunstwerke, so im Einzelnen. Also mir fallen das allererste Mal tatsächlich diese Totenschilde so richtig auf. Das ist ja etwas, glaube ich, ganz Entscheidendes. Naja klar, zum einen bekommen sie jetzt Licht. Das ist eindeutig die Schilde von der neuen Beleuchtung. Aber sie sind auch gereinigt und konserviert. Also es sind viele Objekte, die eigentlich seit 40 Jahren also nicht mehr gereinigt wurden oder nicht in die Hand genommen wurden, erscheinen natürlich jetzt wesentlich heller, weil man jetzt ein bisschen Schmutz abgenommen hat und Fassung auch wieder gut lesbar ist. Sie haben auch schon erklärt, dass Sie bei manchen der Skulpturen fast überrascht waren, was für eine Farbigkeit dahinter steckt. Ja, die waren einfach mit einer richtigen Schmutzkruste überformt, kann man so sagen. Und erstaunt waren wir, dass unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Farbenfassungen, Blattgold zum Vorschein gekommen ist, dass man vorher nicht wahrgenommen hat. Das war ja verfasst, wenn wir den Chor betrachten, eigentlich wirklich nur der Meinung ist, waren, sind alles Steinskulpturen, nicht gefasste. Ne? Also das war Steinmaterial, als wichtiges Komponente. Und wir haben viele Figuren, die noch die Fassung des 19. Jahrhunderts tragen. Und das war für uns eigentlich auch sehr überraschend. Das war das ganz Überraschendste tatsächlich, dass dieses 19. Jahrhundert so prägnant in der Kirche wahrnehmbar ist und jetzt wieder wahrnehmbar ist. Um die Kirche ein Stück weit vor dieser Staub- und Schmutzbelastung von außen, zu konservieren oder zu schützen, sind Windfänge eingebaut worden. Das wird schon viel nehmen, nehme ich an, an Dreck, der von außen reingeht. Also da sind wir uns sehr sicher, dass wir einen Puffer kreiert haben mit den Windfängen, wo sowohl Kaltluft oder Warmluft der Eintrag in den Kirchenraum gebremst wird und mit diesen Luftströmen natürlich auch Schmutz, Stäube, Schmutz von außen. Wir haben dazu im Vorfeld ganz viele Simulationen, auch 3D-Simulationen gemacht, die uns das wirklich zeigen, was in den Windfängen hängen bleibt und zukünftig nicht mehr in den Kirchenraum eingetragen werden wird. Und die nehmen sich ja auch sehr zurück. Die sind ja so filigran aus Glas und dünnstem Stahl, dass man sie eigentlich gar nicht wahrnehmen darf. Das ist ja auch nochmal sowas.
Kommen wir mal mit einem Satz noch zum Abschluss auf die Kosten zu sprechen. 3,2 Millionen Euro sind ins Auge gefasst worden. Wie schaut es da aus? Also die Kosten sind eingehalten. Also wir werden jetzt zeigen mit dem Abschluss, wie weit wir noch drunter liegen, aber wir werden keinesfalls drüber liegen. Dann sage ich Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Kirche, die Sie wunderbar hergerichtet haben. Ich glaube, für uns Nürnberger wird es eine große Freude sein und auch für die Touristen hier reinzuschauen. Ein ganz herzliches Dankeschön. Dankeschön auch. Danke Ihnen auch.